Grüßt euch Leute, Tim Koch hier. Wir sind dieses Wochenende in Jaur zur 6. Veranstaltung der ADAC MX Masters. Auf der 1650 Meter langen Strecke haben wir beste Bedingungen. Es ist hier immer geiler Boden, wir haben viele Sprünge, wir haben Splitlanes, wir haben Whoops. Wir haben für jeden alles dabei und es macht immer eine Menge Spaß hier auf der Strecke zu fahren. Der Verein gibt sich größte Mühe, um uns Fahrer oder auch für die Zuschauer beste Bedingungen zu liefern. Und das Wetter passt, es ist rundum gut organisiert. Wir haben viel Wasser, der Verein probiert immer gut zu wässern, dass der Staub nicht so hochkommt, auch nach der Trockenheit. Und ja, freut euch auf spannende Rennen hier in Jaur und guckt euch die Races an. Dann wisst ihr, wie es ausging. Okay, war gut dabei, wieder ein bisschen weggedrückt und jetzt zieht er da nochmal innen da rein, aber ja, Zaragoza war da glaube ich vorne auch noch ja, dabei. Ja, genau, da war eine KMP Honda, geht hier in Führung auf Platz 3, wenn ich das richtig gesehen habe, ist unser Sieger aus dem Last Chance Rennen, nicht? Marc Scheu, der zieht ja richtig am Kabel, der 991er und geht da auch die Whips erstmal mit vorne. Wir sortieren, Zaragoza, Nagel auf 2, Koch auf 3, Scheu auf sensationellen 4. Platz, Eckeroli auf 5, 6 für Tixier, 7 für Platt, 8 für Tanne-Leog. Nagel beschleunigt außen etwas besser, Koch hält dagegen, Bar to Bar hier und Koch hat den Lenker vor, ist auf die zweite Position. Toku ist jetzt schon gleich am Hinterrad von Zaragoza, jetzt schon parallel gleich neben dem 99er, neben dem Honda-Mann und jetzt auf der 1. Jawohl, starkes Manöver. Aber Nagel ist jetzt mal kurz vorbei, auf 2 vor. Ja, cooles Manöver von Nagel. Boah, und was Ecke rollt, da veranstaltet es auch aller ihren Wert. Der geht jetzt auch an Zaragoza vorbei und ist jetzt schon der Dritte. Und Tixier in Ex-Weltmeister-Manier auf 4 vor. Ja. Nebeneinander, Eccaroli auf der Innenbahn geht vorbei, Nagel hinterschneidet ihn, muss jetzt aber erst einmal zurückstecken. Aber das ist ein Duell, wer hätte das gedacht? Kampf um die Spitzenposition zwischen Tom Koch und Stefan Eckerold. Das Aus für Eckerold. Das Motorrad auseinandergebrochen. Das gibt's doch nicht. Aber Tixier ist da im Moment besser drauf. Nutzt das Momentum. Tixier vorbei an Nagel und übernimmt Platz Nummer 2. Naja, also das ist noch nicht durch zwischen Koch und Tixier. Vor allen Dingen, weil Tixier in der letzten Runde schneller war als Tom Koch. Und jetzt nochmal all in, letzte Runde bei beiden. Tixier quetscht sich daneben. Die sind Lenker an Lenker, aber Tixier jetzt auf der Innenlinie übernimmt die Führung. Kompliment an den Mann aus Frankreich. Was für ein fantastisches Rennen hat der hier gezeigt. Allererste Klasse dieser Fight. Jordi Tixier, Tom Koch auf 1 und 2. Nagel dann eine halbe Minute zurück auf 3. Zaragoza bleibt Vierter, Platt Fünfter. Yeah, it was a nice race, it's what I said, it's part of racing, you know, it's what I love in motocross, you know, fighting till the end. I know some place I was faster than Tom in the last few laps. And I say, okay, now it's your time to push, you know. You faster, it's your motto, so go for it. It's what I did. It works today. Let's see tomorrow. So, alle mal gut rausgekommen, aber da ist es erneut Zaragoza, wie gestern schon, der KMP Honda-Pilot aus Spanien, der sich da mit einer guten Linie vorne reinsetzt. Also wir sortieren, Tixier, Zaragoza, Krück, Stapel, dann auf 5 Scheu, 6 Nagel, 7 Sterry, 8 Tanne-Leog, 9 für Toko nur. Das ist ja wieder irre mit Elias Stapel und mit Marc Scheu, wie schon gestern in den Top 10. Stapel Gatepick 20, Scheu Gatepick 35 und die ballern da vorne rein. Sind die denn komplett wahnsinnig? Absolut krasse Nummer. Zu dritt nebeneinander und Koch. Press.
lässt sich dann Scholl vorbei und auch am Nagel. Nun kocht jetzt innen vorbei an Stapel und übernimmt damit Platz Nummer 4. Dann schiebt sich jetzt Tom Koch neben Saragossa. Innen rein, keine Chance für den Spanier. Bernd Nagel sich jetzt innen neben Saragossa pressen will und damit auf P4 vorgefahren. Unten reingepresst, Goldframe-Kurve und kann damit die Position von Saragossa übernehmen. Nagel von außen herum übernimmt Platz Nummer 2 von Tom Koch. Eckelroll, der ist klammunheimlich mal auf die 4 vor. Der war auch im letzten Umlauf deutlich schneller als Choco. Und wir warten auf den Sieger. Und er kommt erneut aus Frankreich, fährt für das Alps Racing Team und heißt Jordi Tixi. Vor Max Nagel, Tom Koch wird Dritter, Vierter, Stefan Eckerold, Adam Sterry, Fünfter, Sechster, Martin Kirk, Boris Maillard. The last few months I've been really tough, you know. Having my own team, it's a lot of traveling and going to the workshop and I miss a lot of training. And I need to say it, you know, I was overriding. I didn't enjoy it anymore. And if you don't enjoy it, the results cannot come. So, you know, the last few weeks I took a lot of days off. You know, we can see on my riding it's much better. So I'm really stoked about it. I'm more free in my mind and I just enjoy riding. So the first two motos was good for me, but you know, one more to go. So we don't give up. Cooler Sound in Kurve 1 hinein und da wird es ganz, ganz eng. Die 99, wieder Saragossa. Saragossa gegen Tixi. Und schon ist er vorbei. Ja, Ecke rollt auch an Scholl vorbei. Steris 5. Nico Koch 6. Tanel Leo, Tom Koch, Boris Maillard, Lukas Blatt. Aber dann stapelfrei den Krieg und Nagel nur auf der 15. Ups. Und der Abflug von Marc Scholl. Und geht da heftig zu Boden. Und jetzt zum Duell an der Spitze. Eccaroli, der rockt da richtig, greift jetzt hier an. Und der neue Spitzenreiter ist Eccaroli. Wahnsinn! Und Toko ist der Nächste, der da vorbei rauscht an Jordi Texier, der jetzt hier total überrascht wird von den Deutschen. Ja, das war jetzt aber mal eine Aktion. Bar-to-Bar Racing. Was für ein Fight! So, und in diesem Augenblick fliegt Toko vorbei an Eckerold und ist der neue Führende. Die Kosak-Fraktion jetzt vorne. Sterry auf der Innenbahn, aber Nagel mit mehr Drive außenrum. Und Nagel damit schon auf der 4. Von 15 auf 4 in 5,5 Runde. Und jetzt hier neuer Dritter. Ja, ja. Und der Franzose findet keine Antwort. Fällt auf Platz 4 zurück hier. Ja, und dahinter geht die Reise von Lukas Platt weiter. Der Fantik-Pilot jetzt schon 5. Jetzt kommt der Angriff vom 12er. Eckerold geht dagegen, will die Tür zumachen, zieht dann aber ganz fair zurück. Kompliment an Eccaroli, aber Nagel ist der neue Zweite. Und the winner ist Tom Koch. Ja, Zufriedenheit dort und Glück bei der Kosak-Mannschaft. Hier nochmal die Resultate. Tom Koch 1, Max Nagel 2, Stefan Eckerold 3. Das Ergebnis in diesem Lauf. Tixi wird Vierter. Ich bin am Donnerstag vor Jauer krank geworden. Ja, sowas kann passieren, das kann man nichts machen. Das war jetzt ein hartes Wochenende. Heute früh im Warm-up ist noch der Motor kaputt gegangen. Ist ein bisschen was zusammengekommen, aber trotzdem, ich denke, ich habe das Beste draus gemacht. Schadensbegrenzung, vor allem jetzt im dritten Lauf, war trotzdem ein gutes Wochenende. Endlich jetzt dieses Wochenende auch mal gefahren, so wie ich kann, so wie ich weiß auch, dass ich es kann. Und ja, so geht's dann, ne? Als Erster ins Ziel. Besser kann man das Wochenende nicht abschließen, sagen wir so. Den Sprung mitnehmen und dann hier nochmal die Plätze tauschen. Von rechts nach links, also overall. Wäre natürlich geil, aber ich gebe mein Bestes wie immer und freue mich auf Holzgerling, geile Strecke. Bin mega gespannt, wie es wird.